So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge und ja, wir sind endlich rausgekommen, haben 7 Ferris Ore einkassiert. Mal gucken, ob wir dadurch 14, also das irgendwie verdoppeln können durch den Pulverizer. Jedenfalls, ja, braucht das Ding MJ. Erstmal Strom, was hier oben durchgeliefert wird oder auch nicht. Ich kann zwischendrin mal gucken, wie sich meine Farm hier draußen macht. Die Farm, die macht sich eigentlich soweit, denke ich mal, ganz okay, ganz gut. Es ist kein grober Stau, der entsteht. Das Ding so kommt gerade so mit der ganzen Anlage fertig, gerade so fertig mit dem ganzen Zeug. Ich könnte hier mal die Oak Saplings nachlegen und die Birch Saplings auch nachlegen. Und zwar hier rein. Dann pflanzt das Ding auch gleich wieder neu. Ja, hier das Holz wird automatisch abgekattet und dann da reingefügt. Normalerweise geht das schneller und ordentlich, aber das Problem ist hier die Energieversorgung. Das ist keine Energieversorgung, das ist eine Katastrophe. Ja, das ist halt das aktuelle Problemchen noch. Materialien und so, ist nicht alles so billig. Haus ist schön ausgebaut worden. Ja, schon Weichen jetzt her, aber trotzdem. Das Ganze ist total. Wir können ja auch noch Cobblestone machen. Vielleicht. Und ein bisschen mit Büschen und so das Haus auch verzieren. Problem ist halt, hier hängt es jetzt ein klein wenig, weil das zählt nämlich. Hier kann ich zum Beispiel keinen anderen Block mehr hinsetzen. Guck mal, weil da hier die Plattform davor ist. Die setze ich dann da drüben dran. Und. Na klasse. Mach mal kurz schnell eine Spitzhacke hier. Dann, 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 dann. Braucht man gerade mal, ich würde sagen, ich mache noch eine zweite Spitzhacke. Okay. Zack. Und dann, ja. Einmal mitnehmen, bitte. Plopp. Okay, so viel dazu. Muss man irgendwie zusehen, dass ein bisschen mehr Energie produziert wird. Ich glaube. Ich müsste mal ein klein wenig Energie umlegen. Also, dass ich mal was von hier drüben nach hier hinziehe, damit die Maschinen funktionieren. Soweit ich weiß, kann ich ja. Habe ich überhaupt noch Kabel hier? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Kabel habe, um das Ganze zur Not zu verkabeln. Apropos, wo ist denn eigentlich der Rucksack hier? Könnte ich mal hier das rausnehmen? Weil hier ist ja auch wieder Zeugs drin, was man maceraten kann. Wenn denn Platz wäre im Inventar, was natürlich nicht ist. Ember kommt raus, Zombie Brain, Rotten Flesh, Tin, Quartz, Kristall, Gunpowder, Minimum Scherben, die hier, Quartz, Kristall, Mozanit, Redstone. So, und zwar, was muss denn maceratet werden? So alles. Einiges würde ich sagen, nämlich Gold jetzt auf jeden Fall. Da sehe ich schon lauter Dollar in meinen Augen, weil das gibt ordentlich. Das sind. Ach du Scheiße, das sind ordentlich an Diamanten umgerechnet, aber naja. Okay. Aluminium, so Zeug. Ich glaube, Erz hatte ich hier unten größtenteils noch drin gehabt, ne? Guck mal, ob ich irgendwas stacken kann. Ja, einen kleinen Teil davon kann ich stacken. Tin Ore. Ist auch noch Aluminium drin, das könnte ich mir schnappen und hier wieder reinstecken. Tungsten, Eisen, Lead, Gravel. Wohl kommt, Gravel kann hier raus. Gravel kommt dann mal hier rein, wenn das geht. Oder da rein zur Not, aber nicht da. Das Eisen wird durchgeschmolzen. Cool, eine Pyramide. Am Hochlaufen. So, schmeißen wir raus. Also, Iron Dust kommt großem Stil in den Ofen rein. Ja, wie sieht es aus hier drin? Einiges, ja. Ist schon ordentlich Zeug, was wir drin haben. Ist okay. Kann man sagen. Ja, Daumen drauf. Passt. Aber naja. So, wo waren die Stromkabel? 4 Stück nur noch. Nee, es wird eng. Das wird eng. Müssen wir eigentlich Neues machen. Obwohl, hier sind auch noch welche. 17. Das reicht natürlich jetzt schon eher. Ich könnte nämlich... Halt... von hier was ziehen. Warte, geht das? Geht das? Komm schon! Ah. Und das dann nach vorne leiten. Ein, da, da und da. Und... Ach Gottchen. da. So, dann könnten wir auch hier wieder die Doppelschleife rausmachen, so.
Und zur Not die Engine hier mal. Okay, das Ding. Fließt hier kein Strom raus? Achso, natürlich nicht. Der MFE ist ja leer. Das heißt, ich könnte hier einen Haken dran machen. Jetzt geht auch hier die Engine weiter. Und dann, ja, sieht man, was hier so rauskommt. Obwohl, ja, der lädt sich schneller auf, als das verbraucht wird. In welchem Stil wird das denn hier verbraucht? Gut, oben der Macerator läuft noch, muss ich bedenken. Ja, ich hoffe mal, das reicht aus, um hier mal so eine Maschine zu betreiben. Pulverizer. Okay. Was, ein Platinum-Dust? Nein, das will ich doch gar nicht haben. Platinum scheint wertvoll zu sein, aber das will ich gar nicht. Ich will doch nur Invar-Blend. Warum ist hier ein Nickel-Dust drin? Ach so, weil ich hier einen Output gesetzt habe nach rechts. Keine Outputs irgendwo hin. Nur ein Input hier. Keine Outputs. Nickel-Dust. Ach, hier kommt ein Nickel raus. Aber es soll doch Invar-Blend da rauskommen aus Ferrous Ore. Tja. Jetzt geht natürlich das alles schon ein bisschen schneller mit dem Aufladen hier von den Maschinenteilen. Ich kann hoffen, dass endlich mal, wenn eins voll ist, zumindest dann erst das nächste losgeht. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier die Outputs irgendwie mal ein bisschen festlege. Komplett hier entferne. Kein Output festlege. Weil das ist nämlich zu furchtbar. Gerade. Der wird natürlich noch umgebaut, der Magma Crucible, der kommt nicht hier oben hin. Das ist nur für den Anfang jetzt, damit ich jetzt hier das Redstone reinhauen kann. Kann ich im Magma Crucible Redstone schmelzen gerade mal? Das frage ich mich. Also in Anführungszeichen Redstone schmelzen. Es geht sogar schon. Okay. Versuch mal den Output. Irgendwie, keine Ahnung, hier festzulegen oder so. Das jetzt mit den Waterproof Pipes. Obwohl, ich muss ja erstmal jetzt. Pass mal auf, da fehlt hier immer noch was. Nein, so jetzt. Redstone. Ich muss ja erstmal hier. So ein Energy Cell Frame hinkriegen. Diamant. Da fängt es schon wieder an. Hardened Glass. Da fängt es schon wieder an. Ja, es wird teuer. Es wird so teuer. Hä, wo bin ich jetzt hier? Nein, im Carpenter ist Molten Redstone drin. Das hätte ich nicht tun sollen. Es ist im Carpenter Molten Redstone drin. Den kann ich erstmal abbauen hier. Ich kann ja vielleicht hier, weil hier Molten Redstone drin ist, den in den Liquid Transposer reinhauen, indem ich eine Wooden Pipe mir schnapp. Habe ich irgendwo eine Redstone Engine zufälligerweise? Habe ich noch nicht gemacht, ne? Nein, ich noch nicht. Aber ich könnte mir eine Wooden Liquid Pipe oder so schnappen. Oder Wooden Waterproof Pipe. Habe ich irgendwo Cactus Green geschmolzen? Geschmolzen ist da Cactus Green. Da kann ich nicht irgendwie so Lime. Egal. Hau ich mal so raus. Pipe Waterproof. Da kann ich ja hier mit den da und den da ein Wooden Waterproof Dings machen. Jetzt kann ich das, wenn ich das hier dran hängen und oben eine Redstone Engine drauf klatsch. Redstone Engine. Holz, Pisten, Wooden Gear und Glas. Wooden Gear kriegen wir einfach hin. Pisten haben wir auch noch irgendwo hier rumfliegen. Da ist noch ein Pisten. Ich glaube, ich mache erstmal zwei. Komm, brauche ich halt statt für die Dings-Engines hierfür. Drei, vier.
4 davon. Was war das? Das da hier und jetzt... Achso, Glas fehlt oben noch. Glas. Da. Und ansonsten noch ganz oben 3 normale Holzplanken haben wir auch noch. So, dann den und dann den. 2 Redstone Engines plus jetzt fehlt wieder Cobblestone. Ich brauche nicht wieder einen Schalter. Moment. 2 Schalter, um genau zu sein. Jetzt kann ich mich hier das testen, ob es geht. Schalter oben drauf setzen. Der Hoffnung, dass Molten Redstone geht hier raus. Muss ich aber hier einen Output an der Seite irgendwie festlegen oder so. Ich hoffe, man kann es wieder aus Maschinen rauspumpen. Scheint nicht. Nein, hier kann man eigentlich keine Outputs festlegen. Verdammt. Tue ich den erstmal weg hier. Pulverizer, Magma Crucible und den. Ist ja noch was drin irgendwie? Ja, ein bisschen was. Schön. Scheiß drauf. Ich glaube, ich muss echt im Moment wirklich nur das machen. Nein, gibt Nickel Dust. Ich krieg keine Invablend raus. Warum? Keine Invablend, nur Nickel. Siehst du aus Ferris Ore? Ich habe sonst irgendwas wieder verplant oder so. Frisst genüsslich seinen Strom. Gibt anscheinend Nickel hier. Na, ich kann mal weg hier. Da Nacht ist, wird auch gerade nicht weit das Ding draußen betrieben. Ach, je furchtbar. Ich krieg das immer blend nicht. Irgendwoher gab's das doch. Ich habe das auch schon im Light gemacht. Vizibis Light auf Megaprojekt-Server. Ich weiß nicht mehr genau, was für ein Teil ich da genommen hatte als Maschine. Ich weiß echt nicht, was da noch geben soll. Vor allen Dingen Smelting, ja. Pulverizer von Ingvar Ingert, ja schön. Schön, aber das, nein, warte mal, kann man hier noch andere Rezepte sich schnappen? Ingvar Ingert kriegst du von Ingvar Plate. Powered Furnace Induction Smelter. Aus Sand und Invablend. Nee, 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 nee. Iron Ingot und Ferrous Ingot. Wie kriege ich denn Ferrous Ingot hin? Ah, Moment mal, das kann man schmelzen. Nein, das kann man schmelzen. Habe ich das hier umsonst verheizt? Ach Gott. Kann man nur Nickel-Inge draus machen. Boah, ich habe das übelst verschwendet. Ich hätte das auch ganz einfach schmelzen können. Ferrous Ore zu Ferrous Ingot? Ich probiere das gerade mal. Ich probiere das jetzt nochmal, ob das überhaupt geht. Ich schmeiß das mal durch den magischen Ofen. Gucken, was bei rauskommt. Der Aufmerksamkeit ja funktioniert. Nee, gibt's auch Nickel-Ingot. Jetzt habe ich natürlich nur einen rausgerichtet, weil ich es erst rein nicht rein. Warum gibt's da Nickel raus? Ist das hier so bezeichnet, vielleicht, weil es hier dann unterschiedlicher Mod ist oder so? Ich probiere gerade mal, wenn ich jetzt hier Ingvar hinkriegen will. Ingvar Blend. Ingvar Ingot, ja, schön. Ich komm da nicht weiter, ich brauche die richtigen. Ich check's nicht.
Reduction Smelter. Invar Nugget. Sieht auch ganz anders aus hier. Iron plus... Oh Gott, sei Dank. Induction Smelter, da kriegst du aus Iron plus Nickel Invar Ingots. Okay, Induction Smelter brauchen wir. Induction Smelter, wieder das gleiche. Machine Frame und ein Copper. Aber brauchst du auch wieder Invar Ingot dafür. Um den herzustellen, brauchst du allein schon wieder ein Invar Ingot. Das ist doch Verarsche. Ist doch sowas von Verarsche. Iron plus Nickel. Kannst du machen, was du willst. Geht nicht. Das funktioniert nicht. Nickel. Was kann man daraus machen? Pulverizer zu Nickel, das. Okay, brauchen wir aber nicht. Induction Smelter, den habe ich noch gar nicht. Ich brauche ja Invar Blend. Invar Ingot, den brauche ich ja, aber ich brauche auch Invar Ingot, um überhaupt diesen Ofen herzustellen. Mace Redder gibt es noch einen Nickel, das. Compressor, kannst du zum Nickel... Ja, Mobs can spawn on this block, das bringt auch nicht... Alloy Smelter. Probiere ich mal. Alloy Smelter gleich. Alloy Smelter. Weil damit geht's auch. Weh, dafür brauche ich auch. Alloy Smelter. Ich stelle den her. Cupron Nickel Heating Coil. Leute, übertreibt es echt. Electronic Circuit habe ich noch zwei. Okay, das geht. Electric Furnace geht auch. Invar Plate. Invar, ja, Invar. Dafür brauche ich doch schon wieder den Ingot, um ihn herzustellen. Leute, wie soll das denn gehen? Das kann man aus dem Alloy Furnace machen. So wenig Rezepte sieht man auch nicht vom Alloy Furnace. Das ist furchtbar. Das ist doch schlimm. Wie willst du das sonst hinkriegen? Gibt es auch zwei Invar Ingots irgendwie? Das eine kriegst du nur hier durch und das andere kriegst du dann noch durch irgendein anderes Zeug. Wir haben denn die Invar Plates, ja, an dem einfach da. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Iron Ingot. Invar Dust. Pulverizer. Ist nicht so wirklich das Wahre, sorry. Iron Dust. Iron Dust plus Nickel Dust. Warte mal, das müsste Invar Dust geben. Iron Dust plus Nickel Dust. Das will ich jetzt austesten. Beziehungsweise probieren zu craften jetzt schon. Iron plus Nickel. Geht nicht. Also ich probiere es mal aus, als Dust zu machen. Weil das muss dann wahrscheinlich hier wieder im... Probier es mal einen Mace Raider zu machen. Iron Ingot. Dann mal ein Iron Dust draus zu machen. Und dann Nickel Dust. Also wieder andersrum. Ich hatte es doch vorher schon gehabt. Und Platinum, was machen wir eigentlich damit? Kannst du schmelzen zum Platin Ingot. Platin Dust. Nein, das brauchen wir eh nicht. Gut, ein Iron Dust und das zweite noch. In der Hoffnung, es geht dann. Ich weiß, ich ziehe die Folge gerade wieder einen kleinen Tacken in die Länge. Alles ist jetzt darauf gespannt. Ich könnte übrigens Gold noch in der Zwischenzeit durchschmelzen. Tralala, gehe ich oben drauf, schmelze ein bisschen Gold durch. Zack. Und guck mal ein bisschen bei der Farm hier oben vorbei. Wie es denn so aussieht. Und der müsste eigentlich auch eingesammelt werden. Aber der Strom ist nicht hoch genug, damit ihr das Zeug einsammelt. Ist ja richtig schlimm. Aber im Groben funktioniert die Anlage. Im Groben braucht nur bessere Stromversorgung, dann passt das. Eine wesentlich bessere Stromversorgung. Das kriegen wir aber auch noch hin. Wenn endlich mal wir die drei Magmatic Engines haben, wo wir halt wieder die Invar Ingots brauchen.
dann können wir weiterreden. Ja. Dann können wir echt weiterreden. Jedenfalls hier, Liquid Transposer ist zum Beispiel voll. Pulverizer lädt sich auch gerade einigermaßen auf. Aber nicht mehr hier durch, gell? Hier geht nur noch Strom ab für, Energie habe ich ja noch, 376.000. Es wird eng. Rennen gehen out of energy. Um es so auszudrücken. So, Macerator, das fertig. Jetzt nochmal einen Nickel durch Maceraten. Komm schon, bitte. Und dann will ich aber auch, dass es funktionieren tut. Deswegen warte ich jetzt hier noch. Ist ja furchtbar. Cactus Screens kann ich auch wieder zurücktun, alles. Komm schon, komm schon. Gib alles. Jetzt will ich hier aber Inverdust draus haben. Ah, es geht. Es geht. Ich würde sagen, ich werde alles wieder durchgedustet. Es geht, es geht, es geht, es geht. Ach, danke, danke, danke. Endlich, endlich, endlich. Und aus einem Nickel das. Ich hätte ihn auch pulverisen sollen. Kriegen wir praktisch drei Inver-Dinger raus. Das heißt, wir haben sieben. Insgesamt, warte mal kurz. Wie viel das haben wir denn? Nickel haben wir 12. Einen habe ich schon reingeschmissen. Nee, warte kurz. Habe ich jetzt ohne Scheiß. Nein, warte. Warte, warte. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe einen Fehler gemacht. Warum habe ich das jetzt da reingeschmissen? Jetzt war ich ein bisschen Brain AFK. Also ich meine, es wird gerade noch Gold durchgeschmissen, aber warum habe ich denn jetzt hier gerade die Nickel? Nein, nein, warte. Oh, Gott. Oh, ich vertue mich die ganze Zeit. Ich denke immer, hä, was, wo, hier? Hier ist es doch drin. Die Inverblends habe ich reingeschmissen. Ich habe gedacht, ich hätte meinen Nickel-Ingot reingeschmissen. Oh Gott. So durcheinander. Und der Pulverizer, der kann mir in der Zwischenzeit ein bisschen hier Eisen pulverisen. Der ist übrigens schneller, so wie das aussieht, mit einem Dust herstellen. Ja, frisst natürlich aber auch Energie. Zack, und nochmal. Einen noch. Noch einen, dann haben wir erstmal genug. Glaube ich. Ich glaube es. Ja, komm schon, das passt. Dann, und den da hier. Und dann kriegen wir 6 davon. Dann war 8 von den Inver-Blend-Ingots dann. Oder Inver-Ingots. Und das wird schon was heißen. Okay. Daraus könnten wir dann anfangen, jetzt die Magmatic Engines zu machen. Weil die braucht man nämlich für die weitere Energieversorgung. Auch im Bezug zu MJ, damit die ganzen Sachen hier funktionieren und laufen und dies und das. Und dazu kommt erstmal das hier wieder raus. Gehen wir kurz auf die Magmatic Engine. Magmatic Engine, da. 3 Inver Ingots, also für eine brauchen wir schon mal 3 Ingots plus, ach du Scheiße, 8. 8 plus 3 sind 11. 11 Ingots brauchen wir dafür. Ah, klasse. Ah, klasse, wir brauchen doch mehr. Okay. Alles durchschmelzen, was geht. Hier jedenfalls. Und hier haue ich erstmal die kompletten 18 Eisen hier rein. Naja. Alles weitere seht ihr im nächsten Part. Ich bedanke fürs Zuschauen und tschüss.